Herzlich willkommen auf meinem verlausten Kanal. El Torero auf 10 Cent. Hasse dieses Spiel, aber naja, würde mich auch mal interessieren, ob da auf 10 Cent noch was passiert. Wenn ich in den Kommentaren lese, gibt es da viele, die halt gerne mal zocken. Und mal schauen, wie das auf kleinen Stufen läuft. Also auf großen Stufen sehe ich da immer nur Scheiße. Aber vielleicht ist es auf 10 Cent anders. Terror. Normal, du Drecksau. Schmutziger Pimmel. Weißt du, vielleicht besser diese Samurai-Zocken, ist ja im Grunde noch der gleiche Käse. Vielleicht sollte ich auch noch ein bisschen mehr. Also habt ihr das Spiel letztes Mal gespielt, weiß ich nicht, vor 2 Jahren oder so. War absolut keine Regung. Läuft auch so langsam, beschissen langsam. Fliegen wechseln. Gehen wir auf dieses andere Schauspiel. 15 Samurai. Gucken wir, ob ein Wechsel was bringt. Weil hier anscheinend ja nicht reingeht. Oh. 5er. Auf 20, 30 sind noch nicht gesehen. Aber egal. Deswegen gehe ich jetzt einmal rüber. 15 Samurai, 170 mal Top gehen. Kennt ihr auch der eine oder andere? Versuche ich mal ein bisschen von 15 Samurai rüber zu switchen, wieder auf El Torero hin und zurück, mal gucken, ob das was bringt. Keine Ahnung. Werden wir gleich sehen, weil ich finde, die Spiele sind identisch, nur von der Grafik anders. Das
so die Fresse von Bruce Lee, ne? Wenn man so sagen darf. Oh, ein türkischer Freund, der sieht auch so ähnlich aus. Die Wände sind aber zu dünn zum Drücken. Zu glauben. Beide Spiele geben keine Features. Schon gut programmiert, muss man ganz ehrlich sagen. Nicht schlecht. Aber man eiert hier mit 10 Cent auf jeden Fall länger rum als mit 20, 30 Cent oder 40 Cent, finde ich. Also man hat schon mehr Spielzeit. Ne? Ich sehe es jetzt selber. Ich bin auch bei der Stunde hier und bis jetzt noch keinen Verlust gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass man kein Geld verdienen kann mit 10 Cent, um Gottes Willen, aber es ist nicht vergleichbar mit höheren Stufen. So. Gehen wir mal zurück auf El Torero. Gedächtnis sozusagen. Ich habe noch zwei andere Varianten. Da gibt es noch El Torero Plus, Normal und Plus. Oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Das ist die MyTop Nummer 52. Jetzt selber. Das kann man eindeutig meiden. Diese. Oh, drin. Es gibt sowieso wahrscheinlich nur wieder Schwanz, denke ich mal. Camina. Tja. Das ist ein eindeutiger Schmutzlauf. Weiter zocken und dann werde ich auf jeden Fall, kommt das Spiel bei mir auf roten Liste, definitiv. Da muss ich leider verbannen. Also ist auch kein Unterschied. Da ich bei Money Making mir auch so einiges gesehen, da habe ich auch gedacht, das gibt es ja gar nicht. Aber das hat sich jetzt ja auch hier auf diesen Einsatz auch bestätigt. Größter Dreck. Spiel.
Karneval di Venezia. Ja, genau, das sehe ich. Auch ähnlich aufgebaut. Mein Top-Game Nummer 141. Früher gerne gezockt. Praktisch das gleiche. Bloß mehr kleine Gewinne. Und zwei Games mehr. Also bei Eltoran haben wir glaube ich 10 und hier hat man 12. Hier oben auch zu sehen ist, deswegen finde ich das Spiel eigentlich schon interessanter. Hoffentlich kommen die Features mal rein und könnt euch da immer selber reinzwiebeln. Mal ein bisschen schnell mit der Maske da. Scheint aber tot zu sein, das Spiel. Keine kleinen Gewinne mehr, ist Ende, glaube ich. Ja. Schade, hätte euch gerne mal die Features gezeigt, aber hat keinen Bock, wie das aussieht. Definitiv mausetot. Ja. Da mal ein eingemachtes unten. Da sollte man jetzt auch mal einen Cut hier rein und geht an anderer Stelle weiter. Vielleicht auch mal Odin ausprobieren auf 10 Cent, aber auch da habe ich jetzt wieder gemerkt, ist leider hier nicht viel zu machen. Bleibt dran und nicht vergessen zu abonnieren und zu liken. Wir sehen uns in alter Frische. Schönen Tag noch.